Ich habe wieder den ultimativen Cliffhanger gemacht und ich bin jetzt viel zu aufgeregt, was hier hinter ist. Es geht nämlich direkt weiter. Vielleicht ist das der letzte Part, vielleicht auch nicht. Spielst du vielleicht mit uns? Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Nein, willst du mich verarschen? Kann ich mich übertreffen? Willst du mich verarschen? What the fuck? Oh, Puppen. Warte mal, sie hat mir nicht wehgetan, ne? Es war doch nur eine Einbildung. Oh nein. Hä? Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, Dachboden. Wenn die Puppe sich jetzt zu mir gedreht hat, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann weine ich. Oh, Gott sei Dank. Zum Glück macht das Spiel nicht diesen. Oh, Junge. Ich hab mich vor Schreck verschluckt. Alter. Es sieht aber sehr nach dem Ende aus, tatsächlich. Das könnte echt die letzte Folge sein. Schwebst du? Schleich mich jetzt einfach an. Maschallah. Willst du mich verarschen? Ich kann hier nicht rein. Hey, Junge, das kann nicht wahr sein. Wofür ist denn das da? Oh, okay. Da hätte ich abwehren müssen. Dich. Und bitte lass. Und nein, nein, nein. Was? Was? Ich habe gar nicht gesehen, dass ich fast tot bin. Oh, ich bin so schlicht. Ah ne, ich bin hier gespawnt wieder. Wow. Du kleiner Pranker. Was für ein Cheat, Alter. Weg von mir. Stopp, stopp, stopp. Nein. Nein, nein, nein. Wir töten übrigens gerade ein kleines Mädchen. Und das war die... Oh. Okay. Das ist tatsächlich die Oma. Die mir immer näher kommt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Die kommen mir ziemlich nah. Komm mir bitte nicht so nah. Moment, ich weiß was.
Stück stecken! Was soll ich denn tun, Alter? So, Sequenz. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Ich bin jetzt ein großes Mädchen, geh raus. Oh. Ich liege. Du bist nur ein kleiner Junge. Junge, ich kann ja gar nichts machen. Was hast du gewollt? Ich wollte nur eine Familie. Oh, nachladen. Ah. Oh, die Oma war's. Das gibt's einfach nicht. Albert? Los, Albert! Schluss mit den Spielchen! Was ist das für eine Waffe? Was passiert mit ihr? Das feiere ich. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür.
wunderschön. Ich würde das gern skippen, aber es fasziniert mich gerade einfach. Geile Musik und die Szenen sind krass. Kann ich überhaupt skippen? Ich skippe es, auch wenn ich es gerne gucken würde. Aber das kann man danach, denke ich, noch auf YouTube machen. Es tut mir sehr leid. Die Credits auch nochmal. 7 Stunden 41. 11 mal. Oh, Mr. Everywhere. 14 von 20. Zwei weiß ich, dass ich die nicht kaputt gemacht habe. Und die anderen habe ich anscheinend übersehen. Akten haben wir auch fast alle gelesen. Ach, das war schon. Street Cats gerade Irrenhaus. Ah, und eine Waffe freigeschaltet. Geheimnisse der Verteidigung? Was ist das denn? Uff, Alter. Geil. Ziemlich geiles Spiel. Wobei ich ehrlich gesagt den Teil mit dem Schiff nicht gebraucht hätte. Wobei ich den auch ziemlich gerusht habe. Aber ansonsten eine gute Anzahl an Parts. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und am Ende fehlten mir dann tatsächlich auch so ein bisschen die Rätsel, die es am Anfang noch ja, relativ häufig gab. Vielleicht auch ein bisschen schade. Die kommen in Teil 8 ja leider auch ein bisschen kurz. Deshalb Teil 8 werde ich wahrscheinlich nicht spielen, aber ich weiß gar nicht, sieht man das? Ne. Was? Zusatzinhalte-Menü. Aber es gibt auf jeden Fall noch DLCs. Die gucke ich mir eventuell an. Jetzt bin ich aber ganz froh, endlich mal dieses Spiel gespielt zu haben. Und wie gesagt, das hat mir sehr gefallen. Und man konnte mich jetzt, ich glaube, warte mal, Juni, Juli, August, ich glaube 3 Monate, vielleicht sogar länger, begleiten mit dem Spiel. Und das ist auch was Schönes. Ja, ich wollte gerade noch sagen, Evelyn, es hätte mir direkt klar sein müssen, Evelyn ist einfach ein Oma-Name. Da hätte man schon wissen können. Und diese Sequenz, die ich am Anfang hatte, als ich das Spiel das letzte Mal gestartet habe, das hat auch alles irgendwie auf die Oma hingedeutet. Wobei ich tatsächlich finde, dass der Oma-Kampf ein bisschen kurz war, aber der Weg dahin mega gut. Nochmal den Schauplatz von den ersten Folgen zu sehen. Und die kranke Oma, die sagt, dass keiner sie mag, das war schön. Das hat mir sehr gefallen. Ja, jetzt höre ich auf, diese Folge zu strecken. Tatsächlich ist diese Folge, die letzte Folge, keine Überlänge, weil es dann doch schneller zu Ende war, als ich jetzt im Endeffekt gedacht habe. Ich dachte tatsächlich, wir kommen nochmal komplett ins Standardhaus, aber das war leider nicht so. Aber wie gesagt, alles gut. Das hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Was haben wir für DLCs, für Dingens bekommen? Sind das Ende 1? Es gibt scheinbar mehr Enden. Mal gucken, ob ich dazu irgendwann nochmal ein Video mache. Auf jeden Fall danke, dass ihr mich begleitet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut. Ciao.